Lufttalisman ist eine interessante Herausforderung. Ich brauche ihn, wenn ich Konstantine das Auge besorgen möchte. Es ist im Hammeritentempel der Stadt gut versteckt. Ich muss also erst einmal die Lage peilen. Das Problem ist, dass hier Tag und Nacht etwas los ist. Nicht einmal ich bliebe lange unentdeckt. Wie sagt man? Wenn man einen Brief verstecken möchte, ist der Kaminsims der beste Platz. Ich werde also als Hammeriten-Novize verkleidet einfach durch den Haupteingang schlendern. Mein Gott, bin ich genial. Zumal Novizen auf dem Tempelgelände nicht sprechen dürfen. Mit meinen Kontakten sollte ich mir einen Novizenpass besorgen können, mit dem ich durch das Tor komme. Wenn ich einmal drin bin, habe ich alle Zeit der Welt. Ich kann den Tempel in Ruhe durchsuchen und den Talisman einpacken. Solange ich keine Gewalt anwende oder geschnappt werde, was ich nicht hoffe. Als Neuzugang wäre ich mit Sicherheit der Erste, den sie verdächtigen, wenn etwas nicht stimmt. Hallo, herzlich willkommen zu Tief. Wir nähern uns dem letzten Talisman im Geheimauftrag. Geben Sie sich als Novize der Hammeriten aus, zeigen Sie der Torwache Ihre Papiere, betreten Sie den Tempel, durchsuchen Sie den Tempel nach dem Lufttalisman. Wenn Sie ihn gefunden haben, nehmen Sie den Talisman an sich. Sobald Sie Ihr anderen Ziel erreicht haben, verlassen Sie den Tempel und kehren Sie auf die Straße zurück. Ja. Tja, unser Herr Gerrit ist sehr von sich überzeugt, muss man ehrlich sagen. Oh, ich bin so genial. Egal. So, da wir ja wieder im Gebäude sind und da wieder einiges an... Super, 10 Wasserpfeile, na gut. Gaspfeil, unbedingt Gaspfeil, Gasmine. So, Moospfeile könnten... Wir haben kein Seilpfeil, nichts. Ein einziges haben wir. Das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Egal, kaufen wir die ganzen Moospfeile noch. Zumindest wie jetzt wieder Geld reicht und haben das dann. Ja. Ich würde sagen, 2 Moospfeile, Wasserpfeil, Gaspfeil. Aber Gaspfeile sind hier durchaus. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich hier nicht mehr dran erinnern. Werden wir sehen. Okay. Speichern wir doch mal. Ja, das sieht ja schon mal spitze aus. Sind wir nun hier? Ach, da sind wir. Auf den Straßen. Kaserne, Vorderteuer, Straßen. Das wäre aber jetzt wieder eine grobe Fahrlässigkeit, hier nicht einfach mal wieder ein bisschen in die Ecken zu schauen. Achso, das ist jetzt das Vordertor, zu dem wir eh hingehen müssen. Wir müssten ja die Papiere eigentlich... Da haben wir sie ja. Hier irgendwo hin? Nein. Schade eigentlich. Ich glaube, das mit den Wohnungen ausplündern war ja eigentlich aus dem dritten Teil, wenn ich mich dunkel entsinne. Mehr gibt es dann hier also nicht. Scheiß Gezuckel stellenweise hier. Liegt aber definitiv an Tief hier. So. Oh. Huch. Das kann man sogar lesen. Wie von seiner Eminenz, dem Hohepriester Markander, genehmigt, bringen wir euch diesen Novizen zum Dienst. Unter den üblichen Bedingungen. Der Novize ist voll ausgebildet und seines Standes würdig. Er dürfte mit Demut und Eifer und unter Entfaltung seiner besten Fähigkeiten dienen. Er wird den üblichen 3-Jahres-Vertrag erfüllen und nach dessen Ablauf zur Erziehung und Beförderung in den Stand der gehobenen Messdiener in Erwägung gezogen werden. Okay. Der Novize kennt die Regeln und Normen des Ordens. Er leistet einen Schwur darauf, während der Wachen zu schweigen und er weiß, die markierten privaten Bereiche zu wahren.
Sie werden auch durch den umgekehrten roten Hammer angezeigt. Ah, also für uns als Dieb roter Hammer umgedreht. Interessant. Bitte übermitteln Sie regelmäßig nach Bedarf oder halbjährlich Bewertung seines Betragens. Möge der Hammer die Sünder treffen. Was offiziell Bruder Sachelmann? Ich dachte, zeigt eure Papiere, Novize. Lügner mit gespaltenem Hut flüchte vor des Hammers Ruhe. Tür und Tor aus hehren Bäumen jagt den Schwindler aus den Träumen. Da lege ich schon mal einen Hammer, den wir klauen könnten. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns in unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe, mit der wir uns den Weg in eine Erlösung. Naja, mir kann einer sagen, was er will, aber die Hammeriten sind definitiv die Kirche, also sprich die mit Jesus Christus. Ob das jetzt hier katholisch, weil so also von den Bildern Hammer, aber das hatte ich ja schon mal irgendwo. Angesichts des kürzlich erfolgten Einbruchs werden sämtliche Tempelpatrouillen bis auf weiteres verdoppelt. Oh, verdammte Tat. Wer ist da eingebrochen? Passiert da eigentlich was, wenn ich das Ding klaue jetzt hier? Was tut dir da? Alter, da ist... kein Spiel! Das hat ja wieder bestens funktioniert. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Gucken wir es an. Die Türen sind eh alle abgeschlossen. Also hätten wir jetzt eh ein Problem. Aber ich sehe ja gerade, wir könnten ja zum Beispiel... ...vor den Brechern zu hüten und sie zu bekämpfen, dich gegen sie und ihre Schmeicheleien zu wappnen und ihre Lügen und Schwindeleien zu durchbrechen. Klappe. So. Hat's doch ganz gut geklappt für den ersten. Ja, ich werde wieder die alte Taktik fahren. Ich haue alle um und hab dann meine Ruhe. Es ist, finde ich, nach wie vor für mich immer noch die beste aller Strategien hier bei Tief gewesen. Gucken, was der dazu sagt. Sind auf jeden Fall immer noch welche da. Naja, hier werden genug von den Jungs rumrennen, fürchte ich fast. So, wir speichern mal wieder und dann, ja. Hier liegt ein güldener Hammer. Hat da jemand was diesmal dagegen? Nein. So, da wir ein ordentlicher Mensch sind, das Tor geht zu. So, dann kann ich nämlich jetzt in Ruhe hier die Schlösser knacken. Ohne dass ich hier einen auf den Deckel kriege. Ah nein, die sind ja sogar eh offen. Also ich pack mal lieber meine Waffe weg hier, sonst... Novizen ist der Zutritt nicht gestattet, Bruder. Oh, Entschuldigung. Verlasst diesen Ort, ehe die Meisterschmiede euch bemerken. So ein Scheiß. Ich will da aber rein. Oh je, na das kann ja wieder was werden hier. Ihr solltet wohl wissen, dass Novizen die Kaserne nicht betreten dürfen. Hinfort mit euch! Tja, das wird sich da gerade ein bisschen schwieriger gestalten, die Jungs da umzunocken. Jetzt schon meine Gaspfeile für die zu verschwenden. Oh, wer kommt hier? Tag Chef, wie geht's? Das Land der Heiden. Ach, super. So ein Spaßvogel hier. So, hier darf ich ja nicht rein. Da drüben auch nicht. Erzählte mir, dass ein neuer Lehrling die Abdeckung der Dampfer
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sie führt geradewegs ins Verderben. So, also könnten wir den schon wieder getriggert haben. Bleibt denn dieser Affe jetzt hier? So ist nicht. Sobald ich hier wirklich hinrenne und was mache, mault dieser Affe rum. Das ist ja wieder traumhaft. Tür auf. Tür zu. Dass ein neuer Lehrling die Abdeckung der Dampfleitung gelöst und sich böse verbrüht hat. Dummheit bestraft sich selbst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sie führt geradewegs ins Verderben. Achso. Tja, welcher von den Typen ist das nun wieder hier? Oder? Der da bestimmt. Okay. Hat auch mal ganz gut geklappt, finde ich jetzt. So, hier hat man eine dunkle Ecke. Weil ich weiß nicht, wie das hier ist. Wenn die die entdecken, könnte es sein, dass die dann ein bisschen Stress machen. Sehr schön. Schon mal drei weniger. Ich würde nur gern in die Kaserne gehen. So, gucken wir uns mal das Buch, aber das ist der Erbauer. Hammeriden-Kompendium der Prinzipien. Kirchengliederung und Verhaltensregelung, Band 12. Der Erbauer gab dir den Rohstoff des Lebens. Erschaffe ein großes Werk daraus, sonst spottest du seiner Gaben. Naja, das hat's jetzt echt gebracht, so. Ich bin ein Baumeister der Mauern. Lass meine Mauern die Jahreszeiten die Jahre und die Zeitalter überdauern. Lass meine Mauern stehen, da vermehren sich Mühen, Armeen marschieren und Reiche vergehen. Ich bin ein Baumeister der Mauern und meine Mauern werden für immer ein Bollwerk gegen das Böse bilden. Darum bete ich, großer Bauer, gewähre es. Naja. Gut, das war natürlich jetzt nicht unbedingt erbaulich vom Erbauer. Oh. Immer noch Türen. Da ist eine Tür. Much more drüber. Ach, das sind diese Türen. Alles klar. Gucken wir mal an die Karte. Das wäre es. Ach, hier. Reliquienbibliothek ist hier. Da ist die Treppe runterwärts. Alles klar. In die Kaserne kam ich nicht so rein. Das ärgert mich mit den Kasernen. Da müssen wir doch mal gucken, ob man da nicht vielleicht einen. Da läuft jemand rum. Also hier könnte man ja rausklettern, sehe ich gerade. Und dann. Nett, wie die Blätter hier runterfallen. Was willst du hier? Ich. Oh.
aufgenommen. Mich sieht jetzt hier keiner mit dem Typen auf der Schulter rumschleichen. So, das wäre dann schon mal Nummer 4, der hier weniger Stressor macht. Ich war ja nicht was von Reliquienschrein, irgendwas. Ich weiß ja nicht, ob man die Bilder hier zerklopfen kann oder ob es dann wieder Stress gibt. Oh. Ich würde meine Waffe lieber wegpacken. Achso. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe, mit der wir uns den Weg in eine erleuchtete Zukunft bahnen werden. Gucken wir doch mal. Was gebindet hätte, was? Oh je, von was Sankt? Ach du Scheiße, muss ich aufpassen, dass ich den Schädel aufsammle. Von Sankt Jora. Warum du immer hier stehst, kann ich dir sagen. So, und da ist der nächste weniger. Nee, gehen wir lieber hier rum. Und Schwabuppel. Das ist also der Reliquienraum hier hin. Naja. Ja, irgendwelche geheiligten Knochen. Ein Hammer. Der erste Hammer. Ach, wie schön. Ist das hier? Kind der Schmiede. Der erste Hammer, der aus einer Form gegossen wurde. Ah, ein Glück, dass dieser... Er ist das Werk des Heiligen Vaters Tenor. Nicht Tor? Der ist natürlich nichts wert. Antiker Hammer. Was ist hier mit der Glocke? Die sieht so goldfarben aus. Lieber mal speichern und... Okay, gibt es also keinen extra Klang hier. Ist klar. Dann gucken wir mal hier rum. Das ist wieder die Tür, müsste raus zum Gang gehen. Wo geht's hier hin? Oh, da. Man munkelt, der Baron wolle die Abgaben schon wieder erhöhen, selbst auf Fleisch und Gemüse. Der dumme Mann dient nur den Händlern und seiner eigenen Gier. Sein Großvater war weniger um sein Goldsäckel als um sein Seelenheil besorgt, aber nun nicht mehr. Es ist die Wahrheit des Erbauers, dass Ungläubige weich werden und zerfallen wie verfaultes Holz. Also hier haben wir noch zwei Jungs, aber ich sehe schon, wir haben hier einiges zu klauen. Ah, das Bibliothek, stimmt. Boom. Naja, das hätte ich jetzt nicht mehr vorlesen, weil das ist jetzt nicht wirklich storyrelevant, was hier der Herr Bauer... Oh, Zugangsordnung des Tempels. Entsprechend den Amtsschriften erhalten Novizen keine Schlüssel und sind unter keinen Umständen befugt, Sperrbereiche zu betreten. Diese Bereiche sind mit dem üblichen umgedrehten roten Hammer zu kennzeichnen. Tempelwachen sind nicht befugt, Schlüssel zu tragen. Dürfen die in Ausübung ihres Dienstes jedoch auch
den Sperrbereich betreten. Okay, Priester des Tempels erhalten Schlüssel zu den meisten Bereichen, dürfen auf Anordnung des Hohepriesters gesperrte Räume betreten. Sie haben selbstverständlich Zutritt zu ihren eigenen Klausen, nicht jedoch zu denen anderer Priester. Der Hohepriester verfügt über den Universalschlüssel, aha, hat unbeschränkten Zugang zu allen Bereichen und erhält das heilige Symbol des, und hält das heilige Symbol des Tempels in seinem Besitz. Much more Bücher, was haben wir hier? Uninteressant. Uninteressant. Hammeriten-Kompendium. 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 Ach, da ist zum Beispiel mal der rote Arm, Ich würde hier jemanden rumlatschen. Wo bist du? Hier unten vermutlich. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier die erste Tür. Oder eher hier, würde ich sagen, oder? Genau. Ich würde eigentlich gern mal hier runter gehen. Es gibt gerade zu viele Bereiche, die hier noch verlockend sind. Das ist natürlich jetzt die Frage hier. Ich gucke jetzt einfach mal hier in den Raum rein. Wer latscht denn hier so laut rum? So blöd. Ich stehe hier nur in der Ecke und gucke mir die schöne Bücherei an. Ich befürchte, die werden wahrscheinlich hier drinnen in dem Raum rumlaufen. Sind das die, die hier unten rumlatschen? Mal gucken. Bibliothek. Ist das der Raum hier hinten drinne? Vermutlich nicht. Ach, da, Hauptkapelle, da waren wir auch gerade drinne hier. Haben wir wieder Kompendium. Na dann. Oh. Geht nicht auf. Das ist ja blöd. Ich brauche also noch einen Schlüssel für die Truhe hier. Wie schön. Gucken wir uns mal hier die Kirche an.
unsere Schwäche führt. Verbrechen und Sünde gedeihen wie nie zuvor in der Stadt. Den zu klauen wird natürlich jetzt, solange die hier so dastehen, nicht unbedingt einfach werden. Mehr gibt's hier erstmal nicht. Tja, das ist jetzt die Überlegung, wenn man den niederknüppelt, schnell zu dem anderen geht, ob das funktioniert. Ich fürchte eher nicht. Jetzt stehen die beide hier idiotisch rum hier. Halt! Zeigt euch auf der Stelle! Ihr werdet zerschmettert, Eindringling! Er weg. Achso, er drückt jetzt wieder Alarm. Naja, er kriegt es halt mit, dass ich den Knüppel auspacke. Das ist das Problem an der Sache. Ich kann doch nicht jetzt schon meine ganzen... Wer geht dort? Zu Sprecher! Bleib stehen! Bleib stehen, rennt weg. Tja, ich weiß halt nicht. Doch mal hier unten um. Vielleicht haben wir da mehr Chancen, die Leute ein bisschen, soll ich sagen, hinterrücks umzuknüppeln. Da vorne ist irgendwo einer rum. Die Frage ist nur, wie komme ich dann wieder hier hoch? Naja, probieren wir es einfach mal aus. Ach nee, hier komme ich wohl gar nicht mehr raus, oder wie ist das? Ach doch, hier geht's rum. Warte, bin ich wieder auf den Straßen? Tatsächlich, da bin ich wieder auf den Straßen. Ein Fenster, um reingucken kann. Aber die Türen sind ja eigentlich soweit alle verschlossen. Also nicht öffentlich sozusagen. Da hat auch irgendjemand geistesgegenwärtig die Tür zugemacht. Das war natürlich nicht so intelligent wie hier.
Bin ich jetzt wieder wo? Ganz am, wo ich gerade runtergesprungen bin. Tatsache. Okay, naja, dann laden wir doch mal wieder neu. Was soll's? Also ich darf nicht auf das Dach rüber, sondern muss auf... dass ich hier nicht auf. Dass ich hier stehe. Hier ruht Bruder Ross Wainwright. Möge sich seine Räder ewig drehen. Ah, so sieht das aus. Hohepriester. Ah, Untergeschoss. Karte von RAS angefertigt. Ich bin also hier auf dem Friedhof, das da drüben wäre der Garten. Die Novizen, ich wäre hier also rein theoretisch richtig. Ich hätte nur gerne den Kollegen, der hier seine Runde läuft, wie immer ausgeschalten. Können wir ja hier hinten in die Ecke werfen, wenn er passt. Hier ruht der unglückliche Bruder Dale, ein Symbol mangelnder Lernfähigkeit. Oh, ich sollte hier jetzt aus dem... Hier ruht Bruder Terence Hill, sie bekämpfen die Sünder bis zum letzten Atemzug. Klar, Atemzug natürlich. Hier ruht Vater Theol, ein Lehrer unesgleichen, steter Schüler der Selbstbeherrschung. Das ist die Frage, wo knüppeln wir dich nieder, mein Freund? Ja. Wir schleichen ihm mal ganz unauffällig hinterher und... Schmeißen dich mal hier so. Na, es geht auch in die Ecke. Sehr gut. Das sollte ja jetzt erstmal kennen. So, jetzt. Weil ich weiß es halt auch nicht. Oh, ist das on-off? Und nu? Hier war nichts. Gibt's aber sonst keinen, steht auf an. Na gut. Guck mal lieber mal überall rein. Da ist keiner. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier irgendwas aufgegangen sein soll. So, haben wir schon mal 600 Gold. Das finde ich gut. Das gefällt mir ausgezeichnet. Ach, das sind die Novizenlager hier. Alles klar. Hier wäre ich also richtig. Naja, das ist nur billiger Tant. Kiste leer. Kiste leer. Wie schön. Das lohnt ja gar nicht. Ich hasse Hammeriten. Weg. Überlegst du auch, wer unserem Herrn wohl nachfolgen wird? Aber gewiss doch, noch lange nicht. Bist du denn blind? Er ist alt und die Meisterschmiede rangeln schon um seine Nachfolge. Ich belausche meinen Oberen nicht. Alles liegt in der Hand des Erbauers. Für wahr, du hast wohl recht. So viele bauen heute ohne Achtung für den großen. Oh je.
Da geht doch noch einer raus. Das könnte jetzt ein Problem werden. Schnell mal mit dem wieder in die Ecke rennen. Ich weiß nicht, weil ich höre noch irgendwelche Schritte. Oh, scheiße, hat schon jemand irgendwas entdeckt hier. Oder wo ist es nur geblieben? Ist eigentlich das... Ich war es nicht. Natürlich, ich wusste es, dass das passiert hier. Das ist jetzt genau das, was ich befürchtet hatte. Überlegst du auch, wer unserem Herrn wohl nachfolgen wird? Aber gewiss doch, noch lange nicht. Bist du denn blind? Er ist alt und die Meisterschmiede rangeln schon um seine Nachfolge. Oh nein, belausche meinen er geht raus, okay. Alles liegt in der Hand des Erbauers. Für wahr, du hast wohl recht. Mist, das hat er mich schon entdeckt hier, dass das Zeug fehlt. Ich könnte kotzen. Die Waffe fallen lassen. Zerbrecht angesichts des Ach, scheiße. Uiuiui, das könnte jetzt ein Problem darstellen. Wir könnten ihn ja auch mal hier reinschmeißen, finde ich. Kommt der Idiot hier natürlich nicht angerannt. Ja, also wenn ich hier die Waffe ziehe, ist halt Feierabend. Überlegst du auch, wer unserem Herrn wohl nachfolgen wird? Aber gewiss doch, noch lange nicht. Bist du denn blind? Er ist alt und die Meisterschmiede rangeln schon um seine Nachfolge. Ich belausche meinen Oberen nicht. Alles liegt in der Hand des Erbauers. Für wahr, du hast wohl recht. Komm, nicht so lange, sondern... Hey, ich hab ja Vorfahrt. Puh, mal schnell hier... Auf die Schnelle mal hier alle ausschalten. Und natürlich auch wieder Speicher nicht vergessen, sonst soll ich den Scheiß nochmal machen. Das war jetzt hier Übungsraum. Irgend sowas. Okay. Steht denn hier so nicht von Bedeutung? Tja, ist natürlich jetzt die Frage. Was ist er hier? Ach, das ist hier unten oder was, wo die Treppe runterging? Sieht beinahe so aus. Tja, das sind hier alles Privatgemächer, so wie es aussieht. Oh nein, sag bloß der nächste, hier geht in den Garten her. Sieht danach aus. Na gut. Quatsch. Nimm ihn doch. Ich höre schon wieder den nächsten rumklappern hier. Hallo, mein Freund. Solange keiner hier in die Ecke guckt.
dass ich hier die Wache stapelt, ist mir das eigentlich alles relativ wumpe. So, haben wir es doch schon erledigt. Aber hier hat man nur alles geklaut und sobald die Idioten das sehen, ist natürlich immer gleich. Sehr schön, haben auch mal alle Wachen hier, soweit es geht. Genau, ist immer wieder hier oben. Und hier geht's dann bloß zum Garten raus. Was war das? Was war das für ein komisches Geräusch gerade hier? Irgendwas ausgelöst. Irgendwie waren wir noch im Garten mit einem Geheimschalter hier an irgendeiner Wand. Fällt mir gerade so ein, wenn ich hier so rumrenne. Lustiges Geräusch. Manchmal springen einem dann wirklich so die Erinnerungen an. Also war ja eigentlich hier irgendwas hinter der Hecke. Irgendwas war ja. Das Geräusch könnte natürlich auch von diesem On-Off-Hebel, den wir hier betätigt haben, herrühren, dass man da noch irgendwo was anderes betätigen musste. Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir schon mal hier. Nope. Vielleicht hier so irgendwas an der Statue. Keine schlauen Hinweise diesmal. Quatsch. Ja, man hört auch nichts. Stimmt, der ist aber lange gebraucht. Hier haben wir gerade das Geräusch, wo ich rein bin. Hier ist aber nicht zu sehen. Ist hier sonst irgendeine blöde Tür, irgendwas? Ich dachte, hier war ein Schalter. Genau, da ist er. Tja, und wo? Das ist die Frage. Was macht denn diese Schalter noch? Das weiß ich natürlich nicht mehr, ob die Schalter hier irgendwas von Bedeutung ausgelöst haben. Geht es ja irgendwie runter, vielleicht ist da ja irgendwo was. Fenster ist das hier. Ist hier irgendein Geheimgang? Ach, du ahnst es nicht. Was sind wir denn hier? Wo bin ich? Oh, wieder mal. Tja, das sieht nach Gräbern aus oder so. Es geht noch weiter runter, herrlichst. Ach ne, da waren wir schon. So, da sind wir reingekommen. Nö. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, Inquisitor, Küche, Lager, Lager. Oh. Tja, ich fürchte, für den Schalter wird man wohl nachlesen müssen. Ist das hier? Oh! Was ist denn das da drüben? Achso, ich dachte, das ist dieses komische
Luftelementargerät, aber ist es gar nicht. Nein, du sollst nicht knüppeln. Wir wollen das uns mal angucken. Da ist es auch. Okay. Ich sehe, da wäre auch wieder mal irgendeine Dingens ausfahrbar. Die Frage, darf ich hier unten sein? Gibt es hier einen versteckten Schalter irgendwo? Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, im Knast. Ach nein, das ist was wieder... gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten sein darf oder nicht. Jetzt habe ich mich aber hoffnungslos verrannt. Schiede. Wo bin ich? Mist. Ich würde sagen, wir sind da jetzt wieder genau in den Katakomben hier, wo wir schon mal waren. Golddinger hier, aber so wie ich das sehe, muss ich da wahrscheinlich alle niedermachen. Ach, das finde ich doch alles nieder. Tag, Chef. Ich will eigentlich nur wieder raus. Muss doch hier. Gibt's doch irgendwo. Bei dem war ich aber auch schon genau. Geht's nicht weiter? Scheiße, klar war ich bei dem schon. Und da bin ich gerade gekommen. Da geht's wieder hier zu dem. Da war das Geräusch wieder. Klar, hier war ich ja vorhin schon mal unten auf meinem Weg. Lagerbereich. Da ist ein roter Hammer. Sprich, da haben wir nichts zu suchen. Was haben wir hier? Wieder Lager. Laufen halt. Hier haben wir ja wieder eine Karte verfügbar, aber auch nicht wirklich. Ja, wie soll ich sagen, sehr aufschlussreich. Der rote Hammer ist ja auch hier. Hier geht's wieder runter in die Katakomben. Und da geht's hoch. Ah. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier war ich da auch schon. Untergeschoss. Ach, wir sind hier beim Hohepriester-Speisesaal. Hervorragend. Wir sind also wieder auf bekanntem Gebiet sozusagen. Ist hier irgendwo ein roter Hammer? Ah, ne, das war dann wahrscheinlich Küche oder sowas sein. Speisesaal. Alles klar, Speisesaal, Küche. Genau. Geht's hier hin? Ach, hier kommen wir doch nur ums. Karrieren. Ach, dann sind wir wieder hinter der Küche ist das. Ach, das, das weiß man also nicht. Da geht's wieder runter, da will ich gar nicht hin. Priesterklause, Hohepriester. Ich guck gerade nach Wasserfällen hier drin, aber es sieht nicht so, als ob da irgendwo was liegt. Nein. Das ist wieder eine Privatunterkunft.
oder ein gesperrter Bereich für uns. Hammeriten-Scheiß. Gucken wir mal schnell hier hin. Kein Geheimgang oder wenigstens verstecktes Fach dahinter. Nein, na gut. Da liegen ja noch Hammer unten drunter. Ah, hier sind wir also wieder. So, da geht's also bloß runter. Tja, wenn ich jetzt bloß wüsste, wofür dieser blöde Schalter jetzt wieder ist. So, na ja gut. Ich werde dann jetzt langsam mal hier die Folge beenden. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in dem unteren Erdgeschoss oder Untergeschoss A. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen.